Wir fühlen uns hier sehr, sehr allein gelassen. Das geht hier schon Jahre und bei jedem Nachfragen wird man hier vertröstet. So richtig kommen tut hier niemand und guckt danach. Es gab eine Straßenverkehrsschau. Da waren Leute vom Landratsamt, der Polizei, aber nicht der Stadtverwaltung anwesend. Und ich denke mir auch, es wird immer die Aussage getroffen, solange noch nichts passiert ist, sind wir hier jetzt kein Unfallschwerpunkt. Geschwätz. Wir haben hier schon seit längerer Zeit das Problem, dass hier ortseinwärts und auch auswärts sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten zustande kommen. Diese Geschwindigkeiten wurden auch vom Landratsamt auf unser Verlangen hin nachgewiesen und auch gemessen. Dokumente liegen vor. Wir haben jetzt seit 2018 hier eine Geschwindigkeitsmessung über einen längeren Zeitraum gehabt, versteckt. Und da gab es Höchstgeschwindigkeiten von 117 km/h innerorts mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 67 km/h. Und wir sind hier Anlieger, wir wohnen hier und hier wohnen viele Kinder, die spielen natürlich hier auch im Garten. Entschuldigung, ja? Darf ich Sie kurz fragen? Sie kommen jetzt gerade von der Wohnsiedlung da drüben. Ja. Sind Sie hier über die Straße gekommen? Ja. Denn ich sehe, hier gibt es ja eigentlich keinen Weg mehr. Ja. Wie sind Sie hier rübergekommen? Ja, leider müssen wir hier über die Straße laufen und an der Straße entlang laufen. Ist natürlich ein bisschen blöd mit vor allem zwei kleinen Kindern. Aber hier gibt es leider nichts anderes. Gibt es keine andere Möglichkeit. Und hier rasen die Autos leider immer ziemlich schnell rein in die Ortschaft oder raus. Und ist immer ein bisschen schwierig mit zwei Kindern. Ja. Wie oft gehen Sie hier über die Straße? Sie also wohnen da auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, genau, das ist der ursprüngliche Teil von Geisbach. Hier wurde es ja erweitert später und jetzt, die Kleine kommt jetzt in die Grundschule, da oben ist die ja jetzt. Und ja, wir brauchen den Weg oft, weil auch der Spielplatz da oben ist. Ihre Freundinnen sind da oben. Das heißt, Sie sind gezwungen, im Grunde mehr oder minder hier auch am Straßenrand zu laufen und über den Weg zu gehen. Ja, in dem Fall ist es leider so, genau. Sie korrespondieren ja in zahlreichen Schriftwechseln mit dem Landratsamt im Oktober 2019 und mit der Stadt Künzelsau im April 2018, seit 2016, also 4 Jahre jetzt. Was hat sich bisher getan in dieser Sache und wie waren die Reaktionen von Stadt und Landratsamt? Ja, genau. Also die Reaktion, um mal hier anzufangen, war ganz einfach die, dass die Stadtverwaltung sagt, das Landratsamt wäre hier zuständig. Das Landratsamt kümmert sich zwar hier schon drum und misst eben die Geschwindigkeit, aber so richtig was getan hat sich nur insoweit etwas, dass wir hier Vorschläge gemacht hatten. Wir protestieren ja schon seit etwa über 4 Jahren und bitten ja um verschiedene Dinge. Und eins der Sachen haben sie ja dann auch gemacht mit hier noch Parkbuchten einzeichnen und so weiter. Und haben aber, nachdem wir öfters mal was gesagt haben, haben sie das Ortsschild, das man hier sieht, haben sie von ganz vorne, da wo das Gebüsch endet, ja, da stand es früher. Und dann sind sie gekommen und haben das hier im Prinzip 200 Meter weiter in den Ort reingesetzt, sodass man jetzt bis zum Ortsschild etwa 100 Stundenkilometer fahren darf und dann erst abbremsen muss. Also dadurch hat sich das echt noch verschlimmert. Also ich habe das so ein bisschen als Strafaktion empfunden, so nach dem Motto, wenn der Bürger was sagt und wenn der sich aufregt, dann kriegt er eins obendrauf, dass er ruhig wird. Ne? Also das war dann die Strafe, das Ortsschild weiter reinzusetzen. So habe ich empfunden jedenfalls. Haben Sie hier eigentlich Ruhe, hier über die Straße zu gehen? Also wir laufen 3-mal am Tag, morgens, abends und mittags. Und jedes Mal, wenn ich hier laufe, mache ich mir Sorge, dass wir überfahren wurden. Besonders wenn Busse fahren, das ist ganz schlimm. Oder Bauer, Traktor, das ist ganz schlimm, weil Hund reagiert auch ganz stark, wenn ein ganz großes Auto fährt.
und man zwei Autos hintereinander fahren, das ist überhaupt, da weißt du nicht wohin. Ja, weil da ist es schon gefährlich hier. Also eigentlich würden Sie sich schon freuen, wenn hier was passieren würde, dass der Verkehr anders reguliert würde. Besonders im Winter, wenn hier ganz viel Schnee an die Seite liegt, da weißt du nicht wohin mit Hund. Ja, und wir laufen schon gern hier immer, weil da ist so viele Strecke, das ist ganz gut mit Hund zum Spazieren. Wie würde Ihre Lösung aussehen und welche Maßnahmen sollte man umsetzen, damit man hier mehr Sicherheit reinbekommt, neben und natürlich auch auf der Straße für die Autofahrer als auch für die Fußgänger? Also der erste Lösungsvorschlag wäre, dass man hier den Gehweg verlängert, eben bis eben dieser Fußweg oder dieser Feldweg, der angrenzt, erreicht werden kann. Das würde schon viel helfen. Genauso auch, und das hat auch der Ortschaftsrat der Stadtverwaltung vorgeschlagen, dass man hier ein 50er-Schild weiter raus machen würde vom Ortsschild, weil dieses Ortsschild wurde uns sogar letztes Jahr in den Ort noch weiter hereingestellt. Also, mit welchen Konsequenzen? Da gibt es eigentlich keine Konsequenzen, weil gerast wird so oder so. Ne? Es wurde bloß gemeint, dass dann die Akzeptanz besser wäre, wenn das Ortsschild jetzt weiter in den Ort hineingestellt werden würde. Das heißt, die Autofahrer würden noch später abbremsen, wenn sie in ein Gebiet kommen, wo schon Häuser stehen und eventuell auch Kinder spielen und Erwachsene die Fahrbahn kreuzen. Genau so ist es. Ist man nicht irgendwann frustriert nach 4 Jahren hin und her? Wir werden weiterhin kämpfen drum und wir werden nicht aufgeben. Ende. Ende.